und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Das hast du gut gemacht, nicht schlecht. Wow, nice. Ja, hallo Justin. Das ist praktisch. Ja. Bei deinem Namen brauche ich nur Hallo Justin sagen. Und schon habe ich alles gesagt. Ja. Stimmt. Ja. Manche sagen mir eigentlich immer Hallo, Hallo Justin. Ja, man braucht aber nur Hallo Justin sagen, denn du heißt aber nur Hallo Justin. So. Eine Frage, hörst du mich doppelt, weil meine Kopf... Nee, gut, dann läuft ja alles super. Gut. Oh, er schreibt schon rum. Ja. Na gut. Ich habe gehört, du willst mir was zeigen. Und ich habe auch gehört, irgendwas mit, dass du die Tankreifen brauchst. Tankreifen? Ja. Achso, ich und Xavi wollten beide ein paar Sachen zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Ui, warte. Er darf mal anfangen, ich darf ein bisschen suchen. Wir fangen an. Gut. Also bei mir passiert jetzt nichts außer suchen. Obwohl, warte, eins möchte ich dir zeigen, hier, das hier. Ich glaube, das haben wir sogar... Ich glaube, das haben wir in der heutigen Folge von Mini-City schon hingestellt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf meinem Tablet gerade YouTube offen und die Folge auch, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Ich glaube, ich habe das schon hingestellt. Es kann sein, dass das sogar schon kommt. Müsst mal gucken. Ich finde, das sieht süß aus. Irgendwie ja, finde ich das mega cool. Das ist voll schön geworden. Ja. So, ja, und vielleicht kennst du noch von der letzten Aufnahme meinen Bus. Dein Bus, ich glaube, ich erinnere mich. Vor so einem Monat oder so. Es leckt gerade bei mir. So, jetzt ist er da. Ah ja, genau. Ach, war da nicht sogar was mit Lichtern, wo ich gesagt habe, Lichter braucht er noch oder sowas? Kann das sein? Diese Seitenteile da. Diese Seiten. Genau. Oh, er ist ja hell. Ist ja wieder nachgejoint? Keine Ahnung, ich hab's nicht mitbekommen. Hier. Und die Toilette war hier ja auch. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und hier unten, ja, cool, ja. Du hast es umgesetzt, sehr schön. Ja, also jetzt habe ich, also eigentlich, ich habe ihn ja schon hochgeladen, also der ist fertig. Ja, mega, mega nice, ja, ist gut geworden. Ja, jetzt Lichter, Blinker hatte, weiß ich jetzt nicht, der hatte da schon Blinker. Fährst du oder ist das gerade ein anderer am Steuer? Ich sitze, ja. Oh, gut. Dann Steuer ungeheuer. Ja, besser vorsichtig und anschnallen. Ja. Ui, die Tür ist ja auf. Aber wenigstens. Ja, es ist warm heute. Ja. Schön hier. Mit welchem machst du Licht an? Nicht schlecht. Ich pack ihn mal weg. Ja, der leckt auch ein bisschen. Den habe ich gestern rausgebracht, aber ich finde ihn ein bisschen breit. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie. Ja, vielleicht ein bisschen, aber sieht aber nicht schlecht aus. Mal schauen. Habe ich auf YouTube da gebaut, also in Folgen. Verschiedenen Folgen. Ich will mit. Hilfe. Ach, es leckt. Scheiße. Ja, vielleicht hätte man den eine Blockreihe schmäler machen können, aber er hat eine interessante Optik. Sieht gar nicht mehr so verkehrt aus. Xavi, komm! Oh, mit 3. Da habe ich ein bisschen hier mit den Schränken so gearbeitet. Ram, ram.
Es ist ein. Es hat eine sehr interessante Optik, muss ich schon sagen. Sieht gut aus. Boah. Da habe ich auch lange dran gebaut, obwohl das eigentlich gar nicht so schwer war, aber ich habe ja nur 10 Minuten vorhin gemacht. Ja, hübsch. Schickes Design. Auch mit den Schrägen, da hast du dir schon was Gutes dabei gedacht, ja. Ui, Mist, ich steck ihn fest. Oh, oh. So. So, raus. Gut. Schwein. Was, Schwein? Wer sagt dazu? Oh. Den kennt sie ja bestimmt noch. Ja. Oh. Viele, viele Schweinchen. Schwein weit schlagen. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, wir stellen jetzt alle, wir stellen sie in die Reihe, so, warte, so. Machen wir noch einen hier, so. Jetzt müssen wir alle gleichzeitig draufhauen. So. Ach so, von der Seite? Ja, voll in den Arsch schauen. Warte, ich schreibe einfach immer nur, komm! Schweineball. Kommt der? Ja, er kommt. So, warte. 3, 2, 1, klack, go! Boom! Er hat es am weitesten geschafft. Oh, das habe ich noch gemacht, aber egal. Die fliegen. Ja, die fliegen sehr gut. Ich dachte immer, Schweine sind schwer. Ja. Was macht denn hier der Damien oder. Ja, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. So. Weg damit. So. Warte, ich frag mal, kann. Achso, er ist ja immer noch da. Kannst du immer noch bitte verlassen? Immer noch. Vielleicht kann man irgendwas Witziges mit ihm machen. Ich weiß auch nicht. Warte! Ich hatte mal einen Käfig. Ja, Käfig. Ja, aber den habe ich nicht mehr. Den habe ich gelöscht. Oh. Oh. Warte! Nein, er darf nicht freikommen! Hilfe, Hilfe! Wir sind in Gefahr! Räuber will ausbrechen! Er ist noch drin. Alles noch sicher, aber nicht mehr lange. Wer ist hier am Tippen? Was? Hier oder tippt jemand? Ach, dann hab ich mir das wohl eingebildet. Vielleicht war ich das. Ich hab ja, WS. SWS. Ich hab einen Käfig. Ja, dann sperr dich da mal ein. Ich bin gemein. Ja, ich hab mitgequatscht. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Da hast du mein Alter erraten. Ach ja, genau. Alter, ich hab dein Alter erraten. Der war gut. Oh Mann. Der war wirklich gut. Das freut mich. Oh Mann. Alex auch wieder, gell? Ja. So. Oh je. Jo, mach das. Oh, das. Ja. Jo, mach das, Alter. Dim, dim, dim.
Und gleich sehen wir, ob es fahren wird. Genau. Bin gespannt. Beim nächsten behältst du die Welt, dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. Das können wir machen, ja. Ja, wir haben am 27. März auch einen Termin. Stimmt. Oder, stimmt, da bin ich jetzt, das sind sechs Tage nach meinem Geburtstag, yay. Buddy. 12 Jahre, oh Mann, ich bin ja ein alter Sack. Ja, Wahnsinn. Dich holt noch die Zeit rein. Ja. Ja, ich glaube, das passt so. Er baut da schön seinen Kiosk und ich guck mal zu, was Sarok da macht. Ich kommentiere. Ich bin der Kommentator. Ich glaube, alle. Kann schon die erste paar Meter fahren, schaust du. Ja! Hey! ist das nicht da vorne ein bisschen gefährlich? Ja, ach, da kommt noch was hin. Ach, komm, ich bin ja auch so gefährlich. Ich setz mich auch mit einer Toilette immer hier an die Wand. Ja, natürlich. Ich find's zwar komisch, dass das Wasser nicht rausläuft, aber... da gibt's kein Wasser. Ach so, oh, da habe ich ja was verpasst. Ja, würde ich auch sagen. Ach Mist, ich komme hier nicht rein. Ah, ich will in den Zug. So. Ich bin drin, ja! ja! So, jetzt baue ich hier drin Sitze. Das machst und Fenster, Brama. Oh ja, stimmt. Ach, brauch wir nicht. Nicht? Okay, ja gut, dann keine Fenster. Doch. Ich fahre hier nicht in einen Bunker oder sowas. Nee? Wir fahren in einen Bunker. Das ist ein Gefängniszug. Ja, können wir auch machen. Ja, Gefängniszug. Die brauchen kein Fenster, okay. Oder die kriegen Gitter. Genau, schwedische Gardinen. Ja. So, ja gut, ich sollte drin bleiben, damit ich besser gucken kann, wo die Fenster sein können. So, wir kriegen einen ganz kleinen Ausblick, Blick. So. Da. Ach, nein. Was sind das für Blöcke? Sind das die? Ich hoffe schon. Ich habe keine Lust, da jetzt hier rumzugehen. Ja, das müssten die ganz links sein. Ach so, ganz links. Ja, also der orange linke Block. Ich hab die ganz links benutzt. Ganz rechts. Ja, ich glaube, die gehen nicht. Ja, habe ich auch bemerkt. Also, die gehen schon, aber... Ja. Falsche Farbe. Ja. So, der kriegt ein Gitter. Der kriegt auch ein Gitter. Ja, Wahnsinn. Wenigstens kriegen die überhaupt einen Ausblick nach draußen. Ja, doch, ja. Kann man sich schon glücklich schätzen. Ach ja, weißt du noch, in Gaming Smod, da habe ich dich auch ins Gefängnis geworfen. Ja, ich erinnere mich. Der Werner. Ich bin hier der böse Werner. der liebe Werner natürlich. Ich habe mir extra so 10 Sekunden Zeit genommen und deine Waffen überprüft da. Ich so, nee, das ist eindeutig illegal, da brauche ich ja nicht mal 10 Sekunden drauf gucken. Ich glaube, die Leute mögen mich nicht, weil ich jeden, der hier Quatsch macht und also vor meinen Augen, also sehr, also ne, laber ich da. Alles klar. Also der was sehr Böses macht. Vor meinen Augen, der kommt ins Gefängnis. Tja. Einmal macht's klack und schon ist er da. Für 360 oder so Sekunden waren das. Weg ist er. Boah. Hinten
Soll hinten eine Tür hin, ja, ne? Ich weiß nicht, ja. Ja, irgendwie soll man ja auch reinkommen können. Wäre nicht schlecht, oder? Ja. B-Wing da. B-Wing oder B-Wing? Keine Ahnung. Ja, manche sagen Bier und manche sagen Bering. Bering. Bier. Geh mal Bier holen. Kennst du das Lied? Welches? Ich hab das, was ich gerade gesungen habe. Achso, nee. Ich glaube, du bist auch nicht so der Schlager-Fan oder sowas. Eher selten. Also ich höre sehr gerne Schlager. Macht ja nichts. Dafür aber nicht. Und Rap auch nicht hier. Was? Du magst aber keinen Rap? Nee. Nee. Na gut. Wie der da so schnell redet. Da guckt man ja gar nicht mit. Das stimmt. Meistens versteht man kein Wort. Ja. Und dann auch noch so viele Beleidigungen, das geht ja mal gar nicht. Das ist wahr, ja. Die beleidigen gerne. Deshalb mag ich Rapper nicht. Da ist ja fast jedes zweite Wort da ein Schimpfwort. Da hast du recht. Und bei Schlager ist alles schön. Ja. Da geht alles um Liebe. Um Liebe. Ja, okay, nicht immer. Ich mag halt die Liebe. Ich höre gerne Lieder von so, ja, 68-Jährigen, sag ich mal, ne? Okay. Ist so, wenn ich das halt mag, ne? Ja, warum auch nicht? Ist ja, Musik ist Musik, ne? Ja. Jeder hat ein eigenes Geschmack. Jeder hat ein eigenes Geschmack. Jeder hat einen eigenen Geschmack. Richtig. Vier Jahre, glaube ich, schon. Und zocken tue ich erst seit 3 Jahren. Oder? 3 Jahren? 2015? Ja, 2015. 3 Jahre. Also so lange zocken. Mit 9 oder was? Dann ja so mit 9, hä? Ja. GTA habe ich auch schon gespielt. Ja. Bin zwar erst, Dings hier 11, ja, man kann sagen 12 in wenigen Tagen. Aber ja. Jo. Also bisher hat mich keiner erwischt. Da wird dich auch nichts Schlimmes erwarten, wenn das doch der Fall sein sollte. USK 8, ja 8. Nee, USK 18. Natürlich meinte ich USK 12. Ja, natürlich. Mist, ich komme jetzt hier nicht mehr rein. Ah, gut. Gut, ich habe es doch noch geschafft. It's Magic. Wann kommt denn die Folge raus? Oh je, keine Ahnung. Nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche erst? Ui. Ja. Ich wollte schon sagen, da hätte ich schon Geburtstag gehabt. Ich kann ja... alles klar. Was ist jetzt passiert? Bei mir noch nichts. Ne? Achso. Ich freue mich schon so auf meinen Geburtstag. Yay! So muss das sein. Ich wünsche mir nämlich ein Lenkrad für Fernbus-Simulator. Oh, wie cool. Und ETS habe ich ja auch. Und ja, da macht es irgendwie auch mehr Spaß, wenn, wenn man dann Steuer hat. Ja, klar. Jetzt kapiere ich ganze Elektronikwelt in Squirt-Mechanik nicht. Ach komm, kannst du was denn machen? Ich? Ja. Was denn? Du kennst dich damit ja gut aus. Ja, mit eben eine Tür hier machen. Eine Tür machen? Ja, ich bin gerade zu blöd dafür. Also die Tür habe ich schon, aber nicht die Verbindung nicht. Also, warte mal. Okay, wo hast du einen Controller? Brauchen wir noch. Da ist der Controller. Ja, davor. Okay, dann machen wir da. Dann brauchen wir noch ein Logic Gate.
Ja, mach ich. Er soll schon mal richtig einstellen auf 90, beide. Ja, kannst du machen. 90. Ach ja, letztes Mal wusste ich ja nicht mal, wie man eine Tür macht. Ach, das waren ja noch Zeiten. So, 90 habe ich eingestellt. Jo! Ja gut. Das ist ein bisschen jetzt suboptimal. Was denn? Ja, dass die Tür hier hängt. Bei mir geht's. Ja, jetzt. Also, oder bis gerade hinten. Keine Ahnung. Also bei mir ging's gerade nicht. Hier, so, die Tür geht nicht mal richtig zu. Das ist halt das Blöde. Warte, da kann ich von... Du musst hier nur eine Reihe und da dann Blöcke hinsetzen und die Knöpfe da lassen, wo sie sind. Dann müsste es gehen. Ach so. Weil die Knöpfe blockieren den Weg. Ah, okay. Jetzt kein Wunder, warum... Stimmt, mein Wohnmobil wollte ich dir noch zeigen, aber den haben wir jetzt nicht gespeichert. Ja, okay, dann zeige ich dir beim nächsten Mal. Jo. Hoffentlich. Wenn da kein Stromausfall ist oder sowas. Ja. Aber das ist genau dann, wenn ich einen Termin habe, Strom ausfällt. Kann ja auch nur mir passieren, ne? Glück, würde ich sagen. Ja. Oder Pech. Aber da habe ich bis 8 Uhr gewartet. Oh, du Armer. Und dann am nächsten Morgen, wir hatten einen Stromausfall. Ja. Ich so, ah, kein Wunder. Sonst hätte ich mich auch schon gewundert. Kein Wunder. Okay. Ui, da bin ich rausgeflogen. Irgendwie sieht das auch voll nach einem Dings aus, nach einem Gefängnis Bahn. Schon, mal. Oder? Ja. Oh, Xavier, den habe ich schon ganz vergessen. Natürlich habe ich immer an dich gedacht. Also an dich werde ich immer denken. So. Ach ja, und heute, das einzigste Schöne, was heute in der Schule war, war heute die letzte Stunde Verfügung. Also das ist eine Freistunde halt, ne? Mhm. Du kennst das ja noch. Genau am Ende der Stunde haben wir schön mit unserer Klassenlehrerin über PCs und so gesprochen. Ui. Und da musste sie erstmal erklären, für einen Schüler, was Windows 10 und so ist. Ich dachte nur, was kannst du eigentlich? Vielleicht haben halt die Eltern kein Geld für einen Computer oder keine Ahnung, oder? Doch, ja, ich war ja schon mal bei also. Ihr, ne? Aber... Ich meine, die hatten einen. Ach, keine Ahnung, von mir. Die haben bestimmt auch einen Laptop. Aber das, ja, also einer aus meiner Klasse wusste es halt nicht, was Windows 10 und so ist. Ich so, kennst du überhaupt irgendwas? Also habe ich mir so in dem Moment gedacht, wo sie gefragt hat. Ich so, da mit Windows arbeite ich jeden Tag, also, ne? Ich habe zwar Windows 7, aber ich habe Windows. Ich werde mir aber bald Windows 10 holen. Also ich finde Windows 10 besser. Ja, ich finde 10 auch super, ja. Und jetzt... Und, ach Mist, jetzt bin ich auf den Zug gefallen. Hilfe, Hilfe! Ja. Das denn über Bord. Oh, oh. Hilfe! Oh, die Kurve hat's nicht gut. Warte, oh. Ich lifte dich eben. Oh, das ist ein bisschen blöd. Das ist jetzt blöd. Das sind die Reifen. Ich glaube, die sind nicht so geeignet dafür. Ja. Ich glaube, damit sollte man auch... Alles klar. Ursprünglich Autos bauen und sowas. Ja. Ich glaube, deswegen haben die echten Züge auch keine Reifen. Ach Mist, ich krieg den hier jetzt nicht richtig drauf. Hast du den auf dem Lift? Ich hatte ihn, aber irgendwie habe ich ihn verloren. Ach, ich glaube, das kommt durch mich. Hier. Ach so, ja, das kann ich. Ach, ich verwechsel das immer. Mir. Ah, das ist ja schlimm, dass ich nicht mal Deutsch kann. Ich kann auch kein Deutsch. Ah, jetzt. So. Klatsch ein. Bam. Bam.
dachte, wieso geht jetzt die Tür nicht? Bin ich hier beim funktioniert nicht. Oh. Da, keine Ahnung, wollten wir irgendwas mit jetzt überlegen und dann wollte es wieder nicht. War ja klar. Warte, damit es ein bisschen schön aussieht, könnte ich hier herbei, heute Blumen halber Preis. Mhm. Wollen wir eben da hingehen? Okay. Ui, warte, ich bin hier eingesperrt. Ja, ich bin halt ehrlich jetzt in den Gefängnisbus eingesperrt. Sehr gut, Läuft. Da gehörst du hin. Hallo? Hallo? Also, oh, jetzt fährt er weg. Ich glaube, es hackt hier. Scheiße, ich kann nicht mal fahren. Oh, das ist ja cool. Warte, ich will auch gucken, aber ich stecke irgendwo fest. Nein, ich stecke fest. So, jetzt. Ach, hä? Hä, was ist hier los? Das weiß ich gar nicht. So, jetzt bin ich gerettet. Bin gerettet, hä? Yay. Wieso geht die Tür nicht mehr auf? Ja, keine Ahnung. Bei mir auch nicht. Ach, die Tür war. Das Logik-Gate war nicht auf Xor. Ach so, das muss. Kein Wunder. Oh, ich bin so blöd in den Techniken von Scrap Mechanic. Halb so wild. Weil ich habe das immer auf NAND. Warte, NAND? Ohr. Ja, Ohr gestellt. Genau, also wenn du zwei Schalter benutzen willst, dann musst du es auf Xor stellen. Also. Dann ist egal, welchen Schalter man drückt, dann macht der was. Okay, das muss ich mir merken, weil sonst wollen. Aber ey, jetzt weiß ich auch, wieso meine Türen nicht richtig funktionieren. Zarok hat mich erlöst von der Hölle. Ja, wir wollen von ja nicht Türen, übertreiben. Von der Türenhölle. Ach, wir lassen uns auch was einfallen. Oder eher gesagt, ich. Jetzt haben wir aber einen schönen Gefängnis-Dingsbums. Ja. Wie wollen wir ihn färben? Schwarz? Rosa. Schwarz, komm. Rosa. Schwarz. Rosa. Oi. Rosa. Was, rosa? Rosa. Ja, rosa. Ja, rosa. Das geht ja mal gar nicht. Das dürfen die Leute im Gefängnis nicht sehen, sonst kriegen die Augenkrebs und verprügeln uns. Ich kenne die doch, die Leute von heute. Vielleicht entwickeln sie ja dann eine weibliche Seite und werden nicht mehr so aggressiv. Alles klar. Kann aber sein. Könnte sein. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Nicht rosa? Nee. Was ist deine Lieblingsfarbe? Na, jetzt rosa. Nee, ich bin da mal weg. Oh Mann. Meine zweite Lieblingsfarbe ist blau und deine? Rosa. Ja, alles klar. Dritte Lieblingsfarbe? Das wird schwierig, aber ich glaube, es ist rosa. Hätte ich mir schon denken können. Echt? Glaube ich dir nicht. Ja. Was denkst du, was meine vierte Lieblingsfarbe ist? Wenn ich sage, das ist locker falsch. Ich sage einfach mal rosa. Ja, wie kamst du denn da jetzt drauf? Könnte sein, dass du das schon drei, vier Mal vorher gesagt hast. Ah, okay. Also deine erste Lieblingsfarbe, zweite Lieblingsfarbe, dritte Lieblingsfarbe und jetzt auch noch die vierte Lieblingsfarbe. Ja, Wahnsinn. Hast du auch noch eine fünfte Lieblingsfarbe? Fünf, ja. Ja, pink. Ah, doch mal was anderes. Hä, wieso? Ach, kein Wunder, warum du auf deinen Namen Tina Pink kommst. Ja, jetzt hat er es verstanden. Ah. Ah, das wurde jetzt alles geklärt, Gott.
Jetzt brauche ich auch nicht mehr so blöd auf den Titel gucken. Tina Pink ist back. Und denken, was hat der eigentlich für ein Problem? Ja, jetzt weißt du's. Ja, alles gelüftet. Gut. Das Mysterium wurde gelüftet. Gott sei Dank, oder? Ja, hat ja lange gedauert. dann hier. Zack, so. Hinten sollte, glaube ich, noch ein paar Blöcke fehlen, sonst könnten die, glaube ich, rausklettern. Ja, jeder sollte eine Möglichkeit haben zu flüchten. Finde ich nicht. Gehört alle hier rein. 100 Mann passen hier rein. Heißt, muss ja nicht, also jeder braucht ja nicht einen Platz. Können auch welche stehen oder sitzen auf dem Boden. Ja, das ist aber nett von dir. Oder mit Füßen aus dem Gitter gucken. Oh, du bist so gütig, meine Güte. Ja, echt, ne? Und die kriegen auch kein Essen. Die müssen sich selbst essen, wenn schon. Klingt vernünftig. Ja, sehr vernünftig, würde ich sagen. Also, wenn sie da drin keine Hobbys haben, dann würde ich es. Die können ja nichts anderes machen. Haben kein iPhone oder so eine. Haben sie alles nicht, ne? Nee, wurde ihnen alles weggenommen vor Ort. Ja. Weil die alle nichts gemacht haben. Und das geht gar nicht. Man soll immer sehr böse sein. Hä? Sonst werde ich sauer. Moment mal, ich glaube, das meinst du jetzt falsch. Ey, ich meinte, man soll immer sehr lieb sein. Ja, ja. Der wird irgendwie geil. Ach Mist! Kommt der gerade bei dir auch? Ey, nicht fahren! Nöt. Nö, du kommst nicht mit. Alter! Bumm. Oh Mann. Was machen wir hier? Das weiß keiner so genau. Hier rein. Nee, raus. Rein, raus, rein, raus. Ich glaube, ich muss so langsam aufhören. Okay, warte. Wir müssen noch schnell machen. Du bist hier der Fahrer. Ich möchte nämlich nach der Aufnahme noch schnell was fragen. Okay, warte. Pass auf. Ich hab's gleich. Klicks müssen wir machen. Was? Die Klicks? Von meinen Eltern. Naja, ist ja klar. Aber das kann ich ja ab. Ich habe wenigstens schöne Zeit mit dir gehabt. Ja, ich auch. Das war eine geile Zeit! Oder wie ging das nochmal? Ich weiß jetzt gar nicht. Kennst du das? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Das war eine geile Zeit! Diese alte Zeit! keine Ahnung. Ich bin eh schlecht im Singen. Ich auch, keine Sorge. Warte, wir müssen mal die deutsche Hymne singen. Einigkeit! Und ach du Scheiße! Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Zarokianerland. Das gefällt mir. Ja, ist aber noch nicht so alt. Und das hab ich komponiert. Geschrieben. Nicht hier Josef Haydn oder wie das da heißt, das hatten wir im Musikunterricht. Ach du Gemini. Ja, voll langweilig. Echt, war das langweilig? Natürlich. Ach du armer Kerl. Die einzige Stunde, die ich mag, ist Verfügung, weil das ist eine Freistunde. Yay. Welche Überraschung. Ja. Und das ist auch noch genau die letzte Stunde. Wieso lassen die es nicht weg und wir haben dann einfach 5 Stunden? Dann können wir unsere Hausaufgaben auch früher machen. Alter, wir kriegen von einer Lehrerin immer so viele Hausaufgaben auf.
Das ist jetzt zum Kotzen. Tja, so ist das mit den Hausaufgaben. Ja. Ja. Deshalb finde ich, Hausaufgaben müssen abgeschafft werden. Scheiß Hausaufgaben. Scheiß Hausaufgaben. Dö. Na gut. Wollen wir losfahren? Ja, fahren wir mal. Wie findest du ihn? Schau mal, wie geil er jetzt aussieht. Ja, ich finde ihn eigentlich okay. Also für so, also wir haben ja nicht, die Front finde ich super geil. Die Front ist geil geworden, gell? Ja. Wir müssen aber dann noch die nächsten, das so nächste Mal müssen wir die richtigen Reifen mit holen. Ja, guck mal an die Seite. Irgendwie sieht, also von links, irgendwie sieht das ein bisschen aus wie so ein LKW auf Gleisen. Ja, gell? Irgendwie schon. Also, ja, so Mini-LKW. Hat was. Ja. Wird die Front weg sein, dann wird das so ein Anhänger sein. Ja, sieht interessant geil aus. Ja. Na gut. Bevor du Ärger kriegst. Ja, darfst du. Warte, ich setze unsere Toiletten. Aber die frischen Toiletten natürlich. Gänzer. Ach Mist. So. Ich möchte nochmal Fotoshooting eben machen. Fotoshooting. Katsching. Ach. So, gut. Ranzoomen und dann. Klack. Soll ich wieder die Verabschiedung machen wie bei der letzten Folge? Ich fand das lustig. Das machen wir. Ja, okay. Ja, willst du noch Tschüss sagen? Ja, will ich schon. Ja, dann mach mal. Tschüss. Ja gut, ja, er hat auch schon Tschüss gesagt, also geschrieben, ne? Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und Tschüss. Ciao.